Tage haben sie sich ignoriert, was war passiert? Ihr gemeinsamer Schwur war gebrochen, sie konnte ihm nicht mehr vertrauen, nicht mehr auf ihn bauen. Denn einen Tag reden sie stundenlang, sie redeten von damals, als sie sich kennengelernt, als die Beziehung noch ganz entspannt. Sie hat geschrieben ihr Tag, überlegt, was das meine Seele zerbrach. Vor 2 Jahren ist sein Hund gestorben, sie denkt sofort an morgen. Einen neuen Hund braucht er, sonst schafft er es nicht mehr, die Tierheim abzuschreiben. Er fordert Mut, so groß die Angst, der sich etwas tut. Was heißt der Lu, doch hatte sie keine Ruhe, richtig zu trauern. Sie versteckt ihre Gefühle hinter Mauern. Vorher zertrümmerte sich den Fuß, kurz verweigert nach Blatt. Drei Monate hat der Hund in ihrem Schoß. Das alles war wohl ein Gruß, als sich nicht gerade benahm wie die hellsten Laternen. Aber sie hatte Spaß, worüber sie ihren Grundsätze vergaß. Noch viele Dinge fallen ihr ein, von denen sie meint, es hat nicht sollen sein. Denn eins ist ein Garant, eine Beziehung war nicht geplant. Doch wenn Gefühle einen überrollen, die man nicht kennt, geht es plötzlich nicht mehr wollen. Es geht um Erkunden, Teil, den man sich selbst noch nicht gefunden. Sie denkt an die Geduld, die sie aufgebracht hat. Und trotzdem fragt sie sich, was habe ich gemacht? Die Beziehung fühlte sich schon lange an wie ein Tauziehen. Als der Stress zu groß, versetzte es ihr einen Stoß. Sie merkt es nicht und so mag sie nicht. Dem Besuch gab er die Schuld, doch auch er hatte Geduld. Es schrie sich schon lange an, so zog sie die Reißleine dann. Nach Tagen kehrte Ruhe ein. Jetzt wollen sie wieder nur Freunde sein. Neuland für sie, tun geht sie darauf ein. Sie musste kompromissbereit sein. Und schon wieder steht sie nicht für sich selbst ein.